bevor wir heute einsteigen in den neuen Film, eine kurze Warnung vorab. Der Film hat leider Tonstörungen, lässt sich nicht ändern. Ich versuche das Beste rauszuholen am Computer. Ist halt leider passiert. Manchmal versagt die Technik. Aber jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Ich kann es aber nicht nochmal filmen. So ist das eben. Von daher wollen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen haben. Der Philodendron Burmax variegata macht sich wunderbar, also richtig klasse, mit kontinuierlich bei 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt. Ist ja noch ein kleines Baby im Prinzip. Ne? Mal gucken, was wir jetzt tatsächlich hier drin haben. Wir haben tatsächlich drin 940 Mikrosiemens. Wir sind also, der Wert ist angestiegen. Es hat der Pflanze nicht geschadet. Dann können wir auf dem Wege auch dabei bleiben, denn er entwickelt immer mehr Wurzeln, immer mehr Blätter, verbraucht dementsprechend auch mehr. Also sind wir hier bei 500 auf jeden Fall als Baby. In dem Sinne, auf der sicheren Seite, da passiert uns mit Sicherheit gar nichts. So, dass wir das schon mal mitgenommen haben. Auch hier, wie wir das kennen, mit Urgesteinsmehl. So, jetzt kommen wir gleich zu dem Schätzchen hier, zu der Kannenpflanze. Die braucht nämlich unbedingt wieder Wasser. Und ich habe von gestern noch von dem Film, von dem Garnelenbecken, Wasser übrig behalten. Das haben wir ja mit dem Mineral Shrimp, dem GH+, aufgewertet. Na, jetzt muss ich auch, darf hier nicht zu viel reinmachen. Ich mache erstmal die Hälfte, einen halben Liter ungefähr. Weil ich muss jetzt mal nachmessen, was jetzt drin ist, denn unsere Karnivoren dürfen nicht so viel haben oder sollten sie nicht haben. Das kann durchaus sein, dass sie das auch noch vertragen. Aber da testen wir jetzt noch nicht aus. Das lassen wir erstmal so. Ja, knapp 170 Mikrosiemens haben wir hier drin. Das ist ja eigentlich schon fast okay. Ne? Eigentlich schon fast okay. Aber ich werde trotzdem einen kleinen Schluck vom reinen Wasser mit beimachen. Dass wir so auf 120, 150 kommen vielleicht ungefähr. Das wird dann nicht zu hoch pushen. Es kann immer sein, dass ich es vertrage. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt gerade eben noch nicht austesten. Ne? Denn den Pflanzen geht es gut, sie entwickeln sich prächtig. Und von daher sind wir da doch lieber erstmal auf der sicheren Seite. So, jetzt haben wir jetzt 140. Das sollte okay sein. Und dann befüllen wir das Ganze gleich. Und in dem Zuge gucken wir uns noch eine andere Pflanze an. Einen anderen Philodendron, den wir in der Holzkohle haben. Den können wir jetzt gerade noch nicht sehen. Ich zeige mal eben hier die Kannenpflanze, wunderhübsch die sich gemacht hat. Letztes Mal hat sie Aquariumwasser bekommen. Da haben wir das halbiert auf 120 Mikrosiemens mit reinem Wasser dann. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Die Pflanze sieht klasse aus, zieht den ganzen Wald rum. Und ich habe unten nur noch 1 cm Wasser drin stehen, deswegen muss ich das heute unbedingt machen. So, und dahinter siehst du dann den anderen Philodendron. Den heißt er jetzt Golden Dragon, glaube ich, ne? Okay, wenn nicht, dann sehen wir es gleich ganz genau. Auf jeden Fall geht es dem in der Holzkohle gut. Aber hier werden wir heute einmal durchmessen, um zu gucken, wie der pH-Wert aussieht. Dann wissen wir ja schon, in der Holzkohle, der pH-Wert kann anfangs doch relativ hoch sein. Und um das mal runterzubringen, ist es besser, anfangs die Pflanze mal durchzuspülen. Dementsprechend auch aufgedüngt. Okay. So, ich habe alle Pflanzen heute versorgt. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, wir haben schon nach 12, also ich war lange Zeit zugange hier. So, jetzt holen wir hier nochmal Wasser raus. Ja, der hängt ja schon drin. Siehst du wohl, ne? Ich habe schon das fertig gemacht, damit das schneller hier geht. So, Wasser rein hier. Da ist also wirklich nur noch eine Pfütze unten drin, also wirklich nicht mehr viel. Muss man aufpassen, ne? Das ist jetzt gerade grenzwertig. Blubbelt schon hier, da ist Phosphonix mehr drin hier. Kleines bisschen haben wir noch. Aber nicht aber aufpassen, ne? Da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da kein Mist baut, ne? Denn das wäre dann doch nicht so schön. Ich gucke da allerdings alle 2 Tage spätestens mal nach, gucke da immer oben rein. Und wenn es dann Zeit wird, dann füllen wir das Ganze nach. So, hier haben wir nämlich einen sehr niedrigen pH-Wert. Ich habe es vorhin schon gemessen, ich mache es trotzdem mal, weil das geht dann schneller, wenn ich schon mal gemacht habe. Bin bei 3,7. pH-Wert von 3,7. Ne? Also recht wenig, aber das ist halt so bei den Kannibalen. Die bringen das sogar runter. So, Mikrosiemens wird messen, der ist bei 84. Geht noch weiter runter? Ne doch, 84. Ja, okay, also soweit so gut. Letztes Mal hatten wir, das jetzt 120, glaube ich, oder so reingepackt. Ne, und bei der Restpfütze unten ist jetzt wieder so wenig drin. Und wir befüllen das Ganze jetzt mit dem, was wir vorhin zusammengemischt haben, hier in unserer Hexenküche. Mir das so gelingt, ja, okay. Das war mein Fuß. Jetzt habe ich wieder nassen Fuß. Das ist Bescheid. Das passiert nur bei den Kannibalen. Das nehme ich nie auf hier. So, okay, jetzt ist das Ganze knapp die Hälfte gefüllt. Das heißt, ich werde da nochmal ein bisschen ansetzen und das Ganze dann ganz voll machen. So, jetzt hast du mich hier mit. Den will ich aber ganz aus dem Konzept gemacht. Ich sag dir so. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt kommen wir dann zu unserem Philodendron. Heißt dann jetzt so? Golden Dragon, jawohl. Da gießen wir jetzt mal die 500er Variante durch.
ganz einfach mal gleich nachzumessen, wie das aussieht mit dem pH-Wert dann auch, dass soweit okay ist oder ob wir doch durchspülen sollten. Gerade am Anfang sollte man das machen. Ne? Bei der Pflanze war die Umtopfaktion jetzt nicht ganz so schlimm, aber wir haben sie aus dem mineralischen Substrat rausgeholt und dann in die Holzkohle gepflanzt. Ganz wichtig nochmal erwähnt, wenn ihr eure Pflanzen umstellt von Erde auf ein mineralisches Substrat, vollkommen egal was das ist, spielt gar keine Rolle, es können auch diese Hydrokulturkugeln sein, hast du ja nicht gesehen, fahrt die Pflanze langsam ein in der ganzen Geschichte, das heißt also, ihr spült die Erde ab, macht sie sauber, ihr könnt die Pflanze sofort einpflanzen, in dem Fall, wenn keine Wurzeln dran sind oder die Wurzeln kaputt sind, dann stellt sie bitte erst ins Wasser, ist neu gewurzelt. Ne? Sollte sie Wurzeln haben, kannst du sie direkt einpflanzen, aber erstmal nicht düngen. Für wenigstens 2 Wochen muss die Pflanze auch beobachten. Wenn sie anfängt auszutreiben und das Gefühl hast, die bildet auch Wurzeln aus, jedenfalls guckst du nach, kontrollierst das Ganze einfach mal, denn wenn sie Wurzeln ausbildet, neue, ganz wichtig zu wissen, dann kannst du anfangen zu düngen. Und anfangs verhalten, ne? Also lieber die Hälfte der Dosis und später kannst du dann langsam steigern, je nachdem, wie das mit dem Wachstum vorangeht mit der Pflanze und welche Jahreszeit das ist und wie viel Licht sie bekommt und wie warm das ist und so weiter und so fort. Ne? Das sind halt so Faktoren, die wichtig sind. Ich so. Ja, okay, was wollte ich jetzt? Ach so, ja genau. Ah, ich bin schwer genannt. Ich habe immer so viele Sachen beim Gießen, guckst dir alles an, ne? Und da fällt dir dies ein, da fällt dir das ein und ich sage, das könnt ihr auch noch zeigen und dies noch und das noch und hast du nicht gesehen und zwischen den Kommentare lesen und so, oh hier ist doch so Maria, 1, 2, 3, bist du ganz plem plem. Okay, ist aber nicht so schlimm. So, wir gucken auch gleich bei mir, ja, heute ein bisschen durcheinander, Klippe, beim Moor hier vorbei, denn das läuft richtig gut. Das ist also fantastisch anzusehen, wie kräftig grün das Ganze ist, ne? Gucken wir mal, wie der pH-Wert aussieht. Mikrosiemenswert habe ich schon gemessen, der liegt bei 100. Ich muss heute Wasser auffüllen. Jetzt ist es nur so, wenn ich jetzt, wir füllen ja nach dem erstmaligen Düngen, ne, also wenn wir gedüngt haben, füllen wir 2-3 Mal reines Wasser nach. Also Osmosewasser bei uns, ne, kannst auch destilliertes Wasser nehmen. Und nach einer gewissen Zeit sinkt der Mikrosiemenswert ein bisschen und jetzt habe ich ungefähr die Hälfte am Wasser drinstehen bei 100. Das heißt, wenn ich jetzt reines Wasser nachfülle, die Hälfte, also im Prinzip 1:1, ne, dann liegen wir bei 50 und dann ist dann zu wenig. Und deswegen können wir heute tatsächlich auch so um die 100 hier tatsächlich reinmachen. Aber viel mehr auch nicht, denn ich meine, das Grün ist ja grün, ne? Also noch grüner wird es nicht. Das ist so. Ne? Und von daher, beim Faktum ist dann doch lieber ein bisschen weniger. Dann läuft das nochmal nach Hause nochmal besser. Alter, ist schon interessant, was alles möglich ist in Pflanzenreich mittlerweile. Das ist der Wahnsinn. Ne? Wenn man das Produkte gefunden hat, die richtig funktionieren, dann macht das Ganze auch wesentlich mehr Spaß. So, ja. Die wächst auch nach wie vor wie verrückt hier, unsere Erbsenstrang, also das ist echt der Hammer. Okay. Weiter geht's. Für die Karnivoren und für unser Sphagnumerus verwenden wir das Mineral GH+, also nicht dieses hier, dieses GH und KH+, weil das nehmen wir dann für normale Pflanzen in dem Sinne. Denn hier wollen wir doch einen niedrigen pH-Wert haben bei der ganzen Geschichte. Das sieht jetzt so aus, wir haben jetzt 5,8 hier im Moor und ich habe das Wasser schon mal angesetzt, wie vorhin. Hier allerdings bei 110 Mikrosiemens, glaube ich, ich messe gleich nochmal nach. So, jetzt verhalten wir das, oh, hier ist der Ausgang. Lassen wir das hier bei dem pH 5,8. Das Wasser hat pH 6,2, was ich jetzt angesetzt habe. Das müssen wir noch beobachten. Sollte es sich zeigen, dass das Moos mit dem pH-Wert nicht zurechtkommt, was ich nicht unbedingt denke, aber es könnte ja sein, von daher aber abwarten. Dann können wir das natürlich senken. Wie? Ja, ganz klar. Dann düngen wir das Ganze auf mit dem Compo Complete und müssen dann aber gucken, dass wir den Wert wieder runterbringen auf ca. 100 Mikrosiemens und dann funktioniert das auch, dass der pH-Wert niedriger wird. Es schwirrt gerade eine Trauermücke rum, sehe ich gerade. Ja, ist so, ne? Es ist warm draußen, dann ist das so. Ist nicht so schlimm. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, der Philodendron hier hinten, der Golden Dragon, der hat einen pH-Wert von 7,3 im Wasser gemessen und Mikrosiemenswert von 800. Also den werden wir gleich auf jeden Fall durchspülen, um ja, den pH-Wert runterzubringen und das Ganze dementsprechend dann, ja, gesichert zu haben, sagen wir es mal so, ne? Also, ich werde das jetzt mal beikippen hier. Einen Rutsch machen, dann spare ich mir einen Clip. So, ich lasse den mal noch an hier. Aber es ist schon mal interessant zu sehen, dass die Moose bis dato heute richtig gut aussehen. Ne? Ich habe schon bald das Gefühl, das ist schon ja zu grün. Ne? Aber das, so ist das halt. So, befüllen wir das Ganze richtig so, dass es im Wasser steht, ne? Denn es ist ja ein Moor. Und ab und zu regnet es ja auch mal und dann überflutet das Moor auch mal. Und dann ist es für lange Zeit versorgt. Ich messe trotzdem noch mal kurz, was ich hier drin hatte, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, 120. 120. Was gibt er jetzt hier an? 108.
Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt erstmal vermengen muss, das Ganze. Ja, hier hinten haben wir knapp 90. Also ist auch gerade abhängig davon, 100 ist, ne? Ist so, das kennen wir ja vom Ort schon. Aber so Pi mal Daumen 100 ist dann auf jeden Fall okay. So, wie gesagt, den werden wir jetzt durchspülen, denn da steht in der Holzkohle. Das ist ein Experiment, wie vieles andere auch. Hier, ihr könnt da was von mitnehmen. Oder euch auch selber Experimente ausdenken oder mal ausprobieren. Ne? Aber bei Experimenten sucht euch bitte nicht Pflanzen aus, die ihr um alles Willen in dem Sinne behalten wollt. Ne? Dann macht das mal lieber mit Sachen, die irgendwie übrig sind oder sowieso schnell wachsen, wo man dann ruhig mal opfern kann in dem Sinne. Okay. Es ist soweit. Die Papaya nehmen wir heute auch mal wieder unter Kontrolle. Gemessen habe ich schon, pH-Wert ist 7,1, 7,2. Also er zeigt 7,1 an und das andere Messgerät 7,16, also ne, zwischen 7,1 und 7,2 kannst du sagen. Relativ hoch würde ich auch sagen, aber das scheint ihr richtig gut zu tun. Allerdings ist es vielleicht doch ein bisschen zu hoch, aber okay. Ich meine, bis jetzt sieht die Dato richtig gut aus, ne, kräftig im Wuchs und auch in der Farbe, von daher ist das soweit ganz okay. Allerdings, ja, es ist so, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so mitnehme in dem Sinne. So, da kommen wir jetzt kurz zu unserem Philodendron hier und spülen den schon mal durch, dass wir den schon mal hier vom Tisch haben, dass ich dann das nächste ranholen kann. Es sind ganz viele Sachen heute wieder zu sehen. So, den, wie gesagt, müssen wir durchspülen, denn ne, das ist dann doch ein bisschen zu hoch mit dem pH-Wert. Ich habe das jetzt einfach mal auf so ein Sieb gestellt hier und lasse das dann hier in den Topf reinlaufen. Und das spülen wir, wie gesagt, mit der Düngerlösung tatsächlich auch durch. Denn ich möchte hier nicht das Substrat durchspülen in dem Sinne, weil ich die Nährstoffe raus haben will, sondern um den pH-Wert runterzubringen. Ne? Deswegen machen wir das. Und von daher behalten wir den schön hier mit Nährstoffen. Einmal richtig kräftig durchspülen. So, das wird auch okay sein. Den Unterfetzer habe ich schon sauber gemacht. Da kann er dann gleich wieder drauf. Schon interessant, dass Pflanzen auch in der Holzkohle wachsen können. Ne? Man muss halt nur wissen, worauf man achten sollte. Ne? Anfangs gerade insbesondere, dass der pH-Wert nicht zu hoch kommt. Aber ich meine, guckst du dir an. Ne? Eigentlich selbstredend. Ne? Sieht richtig klasse aus. So, okay, dann haben wir die schon mal versorgt. Dann kann ich die gleich wegbringen. Und dann, was wollte ich jetzt gesagt haben? Also auf Cut. Ne? Ich komme mal wieder. Jetzt zeige ich euch mal, warum ich die ganze Zeit so durcheinander bin und aufgeregt bin. Guckt ihr das mal an. Hat nichts mit heute zu tun, aber ich will es zeigen, damit ich es los bin. Damit ich es los bin, wirklich los bin. Weil das sieht ziemlich dramatisch aus. Mal auf, das Ganze ist blau. Das ist so in Schichten aufgeteilt. Hier oben ist Ende des Ganzen hier, wo dieser weiße Ring ist. Ne? Darüber ist dann nochmal Wasser. Das Ganze ist Aquariumwasser. Und jetzt haben wir hier unten so eine blaue Suppe. Habe ich mich gestern richtig erschrocken. Gut, dass ich das gesehen habe. Reden wir ein andermal drüber, aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Jetzt guckt ihr das mal an. Bei dunklem Hintergrund schlägt das in Rot um. Also das ist jetzt mal ein Phänomen, das ich überhaupt gar nicht verstehe. Überhaupt nicht. Ne? Das ist eine richtige Suppe, eine Chemiesuppe, kannst du mal sagen. Ne? Und es steigen lauter Bläschen auf. Das ist CO2. Könnte man nutzen als CO2-Speicher, Spender in dem Sinne. Ne? So, das wollte ich jetzt unbedingt gezeigt haben, wie gesagt, damit ich es aus dem Kopf habe, ne? Weil das hat mich gestern echt erschrocken, muss ich sagen. Also das ist ein Phänomen, das ich überhaupt nicht verstehe. Also, ich werde nochmal einen Test machen mit dem Zeug und dann kommen wir da in einem separaten Film dazu. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer Pilea peperomioides in der Holzkohle. Denn auch das funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Ach, jetzt Akku schon wieder alle. Okay, gemessen habe ich gerade, pH-Wert ist 7,15. Also auch eigentlich schon relativ hoch, muss ich sagen. Aber was soll ich sagen, der Pflanze geht richtig gut. Also die sieht richtig klasse aus. Ich drehe das Ganze mal so ein bisschen, weil das Licht kommt von oben. Das ist immer so eine Sache, wenn das Licht von oben kommt, dann kannst du auch gleich sagen, alle. Da kannst du alles gar nicht so richtig sehen, wie das aussieht. Oh, ich kippe ihn mal vorsichtig, ich packe ihn mal fest hier. Gebe ich ihm mal und dann gucken wir uns den jetzt mal an. Also der sieht richtig klasse aus. Aber auch hier, wie gesagt, ist der pH-Wert ein bisschen zu hoch, von daher werde ich auch den jetzt einmal durchspülen. Hier muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Ne? Hat 800 Mikrosiemens drin und das machen wir auch mit der 500er Variante. Dollarweise haben wir tatsächlich 600 heute drin. Ne? Und dann spüle ich den durch und dann gucken wir, was wir gleich machen. Jetzt habe ich mich erstmal ein bisschen
abgeregt in dem Sinne, weil das muss ich jetzt unbedingt zeigen, weil das ist ja nun, ne, das mag man ja bald gar nicht verstehen, wenn du mal scharf stellen würde, noch mal kurz. Dankeschön. Also das ist jetzt echt, ne? Tja, machst du nichts, ist wie das. Voll krass. Wir schauen mal kurz bei der Papaya vorbei. Ich kippe das mal ein bisschen, vielleicht kann man es sehen. Oh, Tatsache, da oben ist eine wunderschöne weiße Wurzel. Also wir sehen, es macht ihr nichts aus in dem Sinne, den etwas erhöhten pH-Wert. Ne? Das werden wir aber demnächst auch mal genauer kontrollieren. Das ist ganz wichtig. So, hier haben wir jetzt durchgespült, die Pilea. Hier füllen wir nochmal Wasser jetzt unten in den Untersetzer rein. Denn bei der Holzkohle ist es besser, wenn sie ein bisschen im Anstau steht. Wenn das verbraucht ist, dann kann es auch 2 Tage warten und dann wieder ordentlich gießen. Aber das mal kurz mitgenommen, ne, dass ich das nicht vergesse, weil ich heute Gießtag hatte. Denn wenn ich die jetzt wegstelle, bis zum nächsten Gießtag, kann es sein, dass die Holzkohle anfängt trocken zu werden. Kann sein, muss nicht sein. Von daher bin ich da vorsichtig und gieße halt jetzt auch was rein, dann sind im Prinzip alle anderen auch versorgt. Ja, also, dass das mit der Pilea jetzt wunderbar funktioniert, ne, das ist schon mal eine coole Sache. Okay. So kann es gehen. Ja, hier sehen wir jetzt den Wurzelbereich von der Monstera Constellation, von dem Blatt, wo wir damals dachten, da könnte eine Pflanze rauswachsen. Es hat sich jetzt aber so gezeigt, dass das Stückchen sich geteilt hat tatsächlich, aber sich wohl doch umfunktioniert zu einer Wurzel. Also zumindest sieht es augenscheinlich jetzt so aus. Ist mächtig gewachsen jetzt in der Zeit. Ja, bisschen enttäuschend, aber es ist wie es ist. Ne? Also sieht meines Erachtens tatsächlich wie eine Wurzel aus. Den näher kriege ich jetzt gerade nicht dran. Ja, okay, müssen wir weiter beobachten. Wie vieles andere auch. Ne? Ganz klar. Okay. Unser neues Projekt einmal kurz gezeigt, wie sich das jetzt entwickelt. So auf dem Bild sieht das schon mal richtig krass cool aus, muss ich sagen. Richtig klasse. Auch die neuen Pflanzen, die, wie heißen sie noch? Muss ich ablesen. Eriocaulon. Eriocaulon. Ich zeige es gleich mal im Bild, warte mal. Nicht noch näher. Das sieht schon cool aus, ne? So, das sind diese hier. Die sehen richtig gut aus, muss ich sagen. Die haben bis jetzt nicht rumgezickt. Die kommen ja aus der In-Vitro. Also das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Im Gegensatz dazu, unsere Anubia, die machen schlapp. Die kommen allerdings aus dem Wasser. Ne? Die sind also von Wasser dann halt hier jetzt an Luft gekommen. Das ist aber ganz normal, dass das da passiert. Das ist nicht so tragisch. Die wird wieder austreiben, wird allerdings ein bisschen dauern. Die Anubias, die sind so ein bisschen, ja, langsam, was Wachstum angeht. Ich gucke gerade mal, ob man schon irgendwo was erkennen kann. Nee, im Moment noch nicht. Aber die sehen richtig gut aus, muss ich sagen, ne? Also die machen sich total klasse. Auch die weißen Wurzeln, die wir oben aufsehen, ne, sind die alle reingekommen. Die sind nicht mal vertrocknet oder braun geworden in dem Sinne. Also das klappt richtig klasse, muss ich sagen. So, dann haben wir den Sonnentau. Wie sieht der jetzt aus? Boah, geht noch. So, mal gucken. Ne? Also bis jetzt lebt er noch. Das ist auch ein Experiment. Ne? Ja, und dann sehen wir hier noch die Anubia Mini. Ein Stück zurücknehmen, das Ganze hier mal drehen, dass wir das vielleicht in anderen Bilde besser sehen können. Aber das sieht schon klasse aus. Ne? Das sieht richtig klasse aus. Also die zickt nicht rum. Die lag zwar auch im Aquarium, aber noch nicht so lange, weil die kommt nämlich auch aus dem immersen Bereich, also über Wasser in dem Sinne. Ne? So, hier haben wir die andere Anubia. Auch die welkt, aber ein Blatt ist noch okay hier vorne. Das ist schon mal gut. Boah, auch die Wurzeln sehen auch gut aus. So, mal gucken, ob ich hier schon Wachstum irgendwo sehen kann. Nee, noch nicht. Aber wie gesagt, das dauert auch bei diesen Schätzchen. Ne? Und dann haben wir jetzt hier unsere Zwergnadelsimsen. Die machen sich auch gut. Also da habe ich auch keine Probleme mit. Das sollte wohl so tatsächlich auch funktionieren. Ja. Krass coole Sache, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt nicht ganz so hübsches Bild haben hier durch die Anubias. Aber wie gesagt, die bekrabbeln sich und dann wachsen die auch fröhlich munter später weiter. Ja, okay, also so sieht das richtig klasse aus. Das heißt, Blattex, wir werden jetzt auch mal nachmessen, wie das hier drin dann ausschaut. Sieht jetzt ein bisschen wenig nach Pflanze aus, ich weiß. Aber glaub mal, wenn das erstmal am Wachsen ist hier, dann hast du es ratzfatz dicht gewachsen. Von daher ist das so schon mal ganz okay. So, da kommen wir jetzt zum Ende. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig mit mir heute, weil ich habe jetzt echt keine Lust, alles nochmal zu machen. Wir haben jetzt schon nach 2 Uhr, das klappt nicht mehr. Okay, wir haben jetzt hier pH-Wert von 7,3, Mikrosiemenswert von 350. Ich hatte es vor kurzem schon einmal durchgespült. Das werde ich heute nochmal machen. Ich habe jetzt hier nochmal reines Wasser zugepackt. Da haben wir jetzt hier 480 Mikrosiemens drin, was wir vorhin auch benutzt hatten, das Wasser. Ne? Und dann spüren wir das Ganze einfach nochmal durch.
Da sind wir jetzt, ja, ab und zu müssen wir es halt mal kontrollieren, weil, wie gesagt, ist jetzt auch ein neues Substrat in dem Sinne, was wir verwenden. Und da sind die Gegebenheiten ein bisschen anders halt, ne? Und da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen anfangs, aber doch, das kriegen wir auch schon noch hin, denke ich mal, ne? Im Laufe der Zeit auf jeden Fall. So, ich hoffe, es läuft mir jetzt nicht über hier. Wo habe ich denn den, ach, der steht doch drin, lol. Ach, bin ich ganz weg hier, jetzt kannst du mal glauben, du alter Schwede, du. Ja, und ob die Sonntaufpflanzen hier drin wachsen, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ja, nu, ich meine, der pH-Wert ist recht hoch, obwohl, ist ja auch im Wasser gemessen, ne? Es kann aber auch im Substrat ganz anders aussehen. Von daher wollen wir mal gucken und das Ganze weiter beobachten. Eins haben wir jetzt noch, und zwar die Avocado, die am Sterben war. Die steht bei uns im Vorraum, am hellen Fenster, in einem warmen Raum, ne? Und die Blätter fingen an knusprig zu werden, fielen auch alle ab tatsächlich. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3 hängen noch dran. Aber sie ist wieder am Wachsen. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, ey, was ist denn mit dir denn los? Wir hatten damals, als wir das gemerkt haben, das Ganze auch mit Urgesteinsmehl durchgespült. Wir haben jetzt hier 1600 Mikrosiemens und pH-Wert von 7,1. Also auch relativ hoch. Aber was soll ich sagen, sie fängt wieder an zu wachsen. Also manchmal gibt es Phänomene im Leben, das kann man einfach nicht glauben wirklich, dass das so ist. Ne? Aber es ist so. Ich habe auch dieses Mal beide Geräte zum Messen benutzt. Also ja, das ist schon mal eine interessante Geschichte mal wieder. Das ist, ich ziehe mal näher ran, mal gucken, kriegen wir das so hin, einmal dahin, zoomen, einmal dahin, ja, guck mal, nee, nicht ganz, ja, einmal so, ja, siehst du, ne, also sie ist wieder am Wachsen, ich dachte vorhin, nicht vorhin, sondern als ich gesehen habe, dass sie anfing zu wachsen, ist noch gar nicht lange her, das sind jetzt ungefähr 3, 4 Tage, dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein, aber jawohl, es ist so, okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, ich lasse sie da auch stehen und beobachte sie weiter, allerdings werde ich sie gleich auch nochmal durchspülen, bei der 1000er-Variante, dann aber auch nochmal Urgesteinsmehl beipacken und einfach mal abwarten, wie die Pflanze dann darauf reagiert. Okay. So, dann machen wir das auch noch, damit es auch wirklich passiert. Streuen wir mal Urgesteinsmehl hier oben drüber. So, ja, so wie es aussieht, kann man da gar nicht zu viel von reinpacken. Ne? Aber okay, müssen wir mitnehmen im Laufe der Zeit. Ne? Ist ja schon mal schön, dass eine Avocado tatsächlich zum Leben wieder erweckt wurde. Die anderen sind ja alle hops gegangen, die in Selbstbewässerung waren. Aber die hier hat es dann tatsächlich geschafft. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass das Ganze bedingt ja durch die Jahreszeit vielleicht auch passiert ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ne? Also ist durchaus denkbar, ne? Dass die Avocado gesagt hat, oh nee, es ist Winter, ich schmeiß mein Laub ab und jetzt werden die Tage länger. Jetzt sagt sie vielleicht, oh guck mal, es wird heller, Tage werden länger, dann ja, lass ich doch einfach noch mal was wachsen? Ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall hat es geklappt und von daher ist es soweit schon mal ganz gut. So, dann streuen wir noch was drüber, aber einen Großteil haben wir jetzt auch durchgespült. Und dann gucken wir mal, wie sie darauf reagiert. So, ganz leicht noch ein bisschen einschlemmen hier, damit das oben nicht alles so festklebt. So, okay. Ja, so kann das gehen. Ne? Es läuft nicht alles glatt und gut. Bei 360 Tagen im Jahr kann auch ruhig mal was schief gehen. Ne? So, kommt gleich auf den Untersetzer, kriege ich ja so nicht hin. So, meine Lieben. Kleines Drama, wo ich sage, ne? Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, und mit der Chemiebombe, alter Falter, also das ist ja wohl mal der Burner, ne? Da habe ich mich gestern echt erschrocken, das Fläschchen lag nämlich im Aquarium drin, wie wir das kennen, ne? Längs lag das drin und da sah ich nur unten, dass alles blau war, in dem unteren Bereich. Und da war eine Schnecke drin und die hat es irgendwie ganz eilig gehabt rauszukommen, die lief also oben drüber, also unter der Flasche, ne, unter dem, und dann raus. Und die Garnelen, die saßen davor mit ihren Tentakeln und wollten da nicht rein. Ne? Da dachte ich mir, okay, so kann das aber auch nicht sein. Ne? Also das, da ist irgendwas schief gelaufen, auf gut Deutsch gesagt. Okay, und Mensch, da läuft ständig was schief. Gestern der Ausfall mit dem Hochladen. Ne, war das gestern oder vorgestern? Oh Mann, ich sag es dir, du. Ja, was soll's, komm, fahren wir mal wieder ein bisschen runter. Ne, im wahrsten Sinne des Wortes, und schauen uns die schöne Papaya nochmal an. Ja, da bin ich auch froh drüber, dass das dann tatsächlich jetzt auch hier läuft mit dem Urgesteinsmehl. Ne? Sonst hat man ständig Schwierigkeiten gehabt. Aber okay, was soll's. Wir nehmen mit, was mitzunehmen ist, und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Es sei denn, es passiert ein Drama. Okay.